Hallöchen, ihr lieben Fatal Desire Explorer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute probieren wir mein erstes Feuerstahl aus. So, das hier ist Fritz Meinekes Feuerstahl, das es seit gar nicht so langer Zeit in seinem Shop gibt. Falls ihr Fritz Meinecke nicht kennt, checkt auf jeden Fall die Infobox aus. Dort verlinke ich euch seinen Kanal und am besten auch direkt den Shop, damit ihr direkt zu diesem Feuerstahl kommt, falls ihr euch auch eins besorgen möchtet. Ich habe halt keine Ahnung, weswegen dieses jetzt hier besser oder schlechter sein sollte wegen einem anderen. Ihr habt hier das Feuerstahl, ihr habt hier einen kleinen Schaber dran und halt die Gravur Life begins at the end of the comfort zone. Das ist halt einfach das Motiv von Fritz Meinecke, von dem Merch halt eben. Das ist natürlich schon exklusiv, das bekommt ihr auf anderem Feuerstahl natürlich nicht. Und auf dem Schaber hier steht noch Keep the Spark Alive. Keine Ahnung, ob das auf jedem steht oder auch das hier dann halt exklusives Design ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall sieht das gute Stück so aus. Eine Sache am Rande, hier oben an dieser Schnur war eigentlich so ein Plastikteil. Das fehlt hier. Ich habe jetzt einen Knoten reingemacht, das ist nämlich schon abgefallen. Ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen selber dran schuld, weil wenn ich sowas in der Hand habe, ne, dann spiele ich damit immer rum und ich habe jetzt einfach so lange dran rumgespielt, bis das Plastikteil abgefallen ist. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Funktion hatte. Ich weiß auch nicht, warum das Plastikstück hier oben halt dran war. Ich finde es jetzt mit dem Knoten sogar viel stylischer als mit dem kleinen komischen Plastikteil. Keine Ahnung. Ich finde jetzt aber keinen Punktabzug oder so, weil, wie gesagt, ist mir jetzt eh egal. Ich finde es sogar stylischer. Was aber an diesem Feuerstahl noch besonders ist, hier gibt es noch eine Signalpfeife. Das heißt, ihr könnt hier reinpusten. Deswegen ist ja auch dieses Loch. Ich möchte jetzt nicht pusten, weil hier überall Menschen sind auf Boden am Baggersee. Wenn ich jetzt puste, gucken die mich alle an. Finde ich doof. So, und wir werden jetzt diesen Feuerstahl heute testen. Einmal mit dem Schaber, ob ich es schaffe, Funken zu erzeugen. Und einmal mit drei weiteren Gegenständen, ob man auch damit Feuer machen kann, falls der Schaber irgendwie abhanden oder verloren kommt. Verloren kommt, verloren geht, meine ich natürlich. So, falls ihr euch jetzt fragt, was ist das überhaupt? Also ein Feuerstahl ist logischerweise zum Feuer machen, genau wie ein Streichholz auch oder wie ein Feuerzeug. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum nimmst du das nicht einfach? Also Streichhölzer sind ja immer so eine Sache, je nachdem wie man die lagert, wenn man die falsch lagert und die ein bisschen Feuchtigkeit ziehen oder so, kann es sein, dass die nicht funktionieren. Ein Feuerzeug, ja, das werden die meisten wohl immer dabei haben, aber auch da kann einiges schief gehen. Der Zündmechanismus kann irgendwie kaputt gehen. Meistens sind das ja so billig Kunststofffeuerzeuge, die, wenn die euch runterfallen, wahrscheinlich der Kunststoff kaputt gehen kann. Dann ja, kommt die ganze Brennflüssigkeit raus und dann habt ihr auch nichts mehr von dem Feuerzeug. Natürlich kann auch ein Feuerzeug mal leer gehen und dann habt ihr auch kein Feuer. Und außerdem, so ein Feuerstahl ist einfach viel, viel cooler, weil Feuerzeug, Streichholz kann halt jeder. Feuerstahl, das ist special. So, ich bin absolute Anfängerin, also keine Ahnung, ob ich das hier jetzt super gut hinkriege. Aber grundsätzlich nehmt ihr einfach diesen Schaber, am besten mit der langen Seite, und schabt ihn über den Feuerstahl in einem 45-Grad-Winkel drüber. Und dann erzeugt ihr im besten Fall Funken. Was jetzt überhaupt nicht klappt. Also ich habe es schon geschafft. Ich hatte eigentlich schon Funken gehabt. Da war gerade ein Funke. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera gesehen hat, aber da war ein Funke. Normalerweise macht ihr es auch nicht in der Luft, sondern legt das halt quasi in euer Brennmaterial so rein und macht das dann so nach unten. Dann habt ihr auch mehr Stabilität. Und die Sache ist natürlich, ihr bekommt hier kein direktes Feuer, sondern ihr habt eben nur Funken und ihr braucht irgendein Brennmaterial, das mega, mega leicht entzündlich ist, wo dann der Funke draufkommt und das dann anfängt zu brennen. Ob ich das schaffe, mit diesem Feuerstahl wirklich ein richtiges Feuer zu zünden, das seht ihr in einem anderen Video, und zwar in einem Kochvideo, denn ich habe hier Mais, Grillmais, und den wollen wir zubereiten gleich auf so einer Buschbox von Aldi, die ich euch auch in einem anderen Video schon vorgestellt habe oder vorstellen werde. Wenn das Video draußen ist, verlinke ich es auf jeden Fall am Ende des Videos, genau wie das Kochvideo. Da versuchen wir nämlich einfach so einen Selbstversuch wirklich auf der Buschbox mit dem Feuerstahl Feuer zu machen und tatsächlich den Mais zuzubereiten. Also es gibt zwei Seiten. Die eine ist ein bisschen schlecht und die andere Seite geht besser.
So. Ich denke, man sieht es, oder? Es sind jetzt nicht mega viele Funken, aber sie fliegen. Ihr könnt halt auch, also wenn euch mal der Schaber verloren geht, mit anderen Tools das Ganze machen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Messer dabei habt. Die sind aber unterschiedlich gut. Wir versuchen es jetzt einfach mal mit dem hier. Ja doch, da war ein ganz kleiner Funke. Aber hat ihr wahrscheinlich auf der Kamera gar nicht gesehen. Aber es geht echt schwierig. Also das ist schon mal nicht so geeignet. Man kann es natürlich auch mit einer Axt versuchen. Hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Feuer, aber hier geht es leichter. Hier braucht man nicht so einen krassen Auftrieb und schon hat man hier ein krasses Feuerwerk. Also das klappt auch sehr gut. Ja, ich würde sagen, der Feuerstahl von Fritz hält, was er verspricht. Man kann mit ihm auf jeden Fall Feuer machen. Sieht dazu noch stylisch aus und wie gesagt, sowas ist einfach viel cooler als Feuerzeug oder Streichhölzer oder sonst was. Ja, ich würde mal sagen, Test bestanden. Multifunktional, man kann mit einer Axt Feuer machen, mit einem Messer, mit dem Schaber, gar kein Problem. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren für mehr solcher Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!